Tag auch. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Heart Gold hier bei Derkel TV. Ja, wir sind immer noch in der Siegesstraße und es wird auch, glaube ich, nicht das letzte Mal sein, denn wir haben geradewegs ja erst den ersten Teil überstanden. Und wie ihr es natürlich auch aus der letzten Folge entnommen konntet, ne, konntet, liebe Freunde, wird es ziemlich, ziemlich schwer, da natürlich, sagen wir mal, mit diesen Pokémon hier durchzukommen. Vor allem, weil sie halt fast auf dem gleichen Level sind, eigentlich ein bisschen niedriger. Taubi und Wallywappa 43, Lanti 41, Sakura 41, Tony 41 und Quapsi ist einfach nur pure Deko, weil wir Stärke brauchen. Ja, und deswegen sind wir weiterhin hier mit Wallywappa in der Siegesstraße und versuchen natürlich einerseits A durchzukommen, damit wir zumindest einen Flugpunkt zurück zum Indigo-Plateau, also zur Pokémon-Liga haben. Und andererseits ist es natürlich auch wichtig, um zu sagen, hey Leute, wir wollen jetzt auch noch ein bisschen trainieren. Ne? Deswegen ist es auch wichtig, ich habe ja so gesagt, Level 50 soll es ja sein. Und das kann natürlich sich noch etwas in die Länge ziehen. Und ja, ihr werdet euch wahrscheinlich wieder beschweren. Es wird wahrscheinlich wieder Trainingsfolgen geben. Ich überlege mir da mal ein bisschen was. Vielleicht kann es auch sein, dass sich sowas mal ein bisschen anders gestaltet. Das habe ich ja schon mal irgendwo mal erwähnt. Kann das sein? Ja, das kann sein, dass ich das schon mal irgendwo erwähnt habe. Aber diesmal natürlich meine ich es echt ernst. Gut, dann müssen wir hier hoch. Und auf der Treppe wahrscheinlich ein Georock. Ein Donphan! Nice. Ja, wir haben ja auch in der letzten Folge eine Menge an neuen Pokémon gefangen. Also die Pokédex-Einträge heute, die werden jetzt nicht so heftig sein. Nein, die werden jetzt nicht so heftig sein wie jetzt in der letzten Folge, wo ihr jetzt natürlich sagen könnt, hey, Buddy hat so viele Pokémon gefangen. Das ist doch nice. Nee, nee, nee. So viele müssen es nun auch wieder nicht sein. So, Furienschlag. Ich hoffe zweimal. Dankeschön. Erstmal Giftdorn. Ich glaube, jetzt muss ich nichts machen, oder? Reicht das? Ich muss einmal nachhelfen mit Hornattacke. Und das hat Wallywappa natürlich sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr gut hinbekommen. 891 XP. Ja, wollen wir dann mal weiter? Dann geht es jetzt mal hier nach oben. Und ich sehe geradewegs anscheinend der falsche Weg, oder? Nee, wir springen mal hier runter. Nee, der richtige Weg. Denn ich sehe unter anderem, dass es hier noch weitergeht. Und ja, wir müssen uns nun entscheiden. Ich weiß auch schon, wie ich das machen werde. Moment, Moment. So, erstmal so. Damit wir uns das Item hier schnappen können. Ja gut, eine Top-Genesung, kann man damit leben. Ne? Und dann mal noch einmal zurück. So, hier springen wir noch, glaube ich, noch mal runter. Gibt es, glaube ich, noch mal so ein Loch, ne? Bestimmt. So, Golbat natürlich auch noch mit am Start. Das wird, wie gesagt, mit den anderen Pokémon ein bisschen komplizierter, weil vor allem nämlich, ja, Sakura wird hier keine Schwierigkeiten haben, aber vor allem Lanti und Tony, also mein Lantern und mein Tornupto, werden wahrscheinlich hier sehr viele Probleme kriegen. Und ja, deswegen wird es wohl wahrscheinlich so sein, dass ich mir da was überlege bezüglich der ganzen Geschichte rund um das Training natürlich, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich mit Level 43 oder Level 45 es reicht, in die Pokémon-Liga zu gehen. Das habe ich eigentlich auch schon bei Dingens nämlich gesagt, bei Dingenskirchen, bei Dingenskirchenbums. So sieht nämlich aus. So, ist hier eigentlich, gibt es hier Items? Komm, guck Items aus. Guckst du nicht aus, schade. Okay, gut, dann haben wir hier wieder das nächste Löchelchen. Ich glaube, ich bin falsch, kann das sein? Ich bin noch irgendwie falsch. Ne? Das mag ich irgendwie nicht, wenn Golbat kommt. Ne? Und Wallywappa ist auch schon wieder so angeschlagen. Ne? Also, vielleicht müssten wir sogar mal einen ganz kurzen. Nee, das ist falsch. Vielleicht sogar mal einen Wechsel einfach mal mittendrin machen. Aber das ist. Das ist eigentlich wirklich nur noch eine erbärmliche Sache, muss ich echt zugeben. So, können wir hier einmal so drüber laufen. Das ist schon mal sehr gut. So, dann sehe ich. Oh, ich sehe schon einen Ausgang. Ne? Also glaubt da nicht, dass damit die Folge für heute vorbei ist. Auf keinen Fall. Überhaupt nicht, Freunde. Mein Gott, gibt's jetzt nur noch Golbat? Dann kann ich ja gleich hier Lantern trainieren. Im Übrigen, wie gesagt, weil ja ihr einen Ampharos da noch sieht, ja, Amphi ist ja auch noch da. Ne? Also, das wird auch noch so eine Schwierigkeit sein, Amphi zu trainieren. Ne? Auf Level 50. Und das wäre natürlich auch eine ziemlich gute Sache. Na, ich bin aber zumindest mal positiv, sagen wir mal, erfreut, wenn wir es zumindest schaffen, in Richtung Dingens zu gehen. Wie heißt?
Also erstmal raus hier, weil vor allem nämlich auch die AP von Vadivapap, die nähern sich langsam mit dem Ende. Ja, das wisst ihr ja schon wahrscheinlich, von da komme ich ja. Ja, da sollte ich mal ein bisschen besser aufpassen. So, nächstes Pokémon. Golbat again. Ich habe echt das Gefühl, hier gibt es nur Golbats, ne? Kein Kleinspiel, kein Georock, kein Donphan, kein Dingsbums, ne? Es gefällt mir schon gar nicht. Also sollte gleich Hornattacke aus sein, flüchte ich nur noch vor Golbat. Das geht so nicht. Das geht so wirklich nicht. Und wenn hier dann gleich nur noch Golbat kommt, dann werde ich hier gleich echt nur noch mit Amphi trainieren und mit Landi. Das mache ich gleich wirklich. So. Das sieht schon wieder nicht gut aus, ne? Wie gesagt, ich flüchte gleich, wenn nur noch Golbat kommt. Weil das ist ein bisschen dann nervig. So, Level 44 für Vadivapap. Das ist auch sehr schön. Es hat ja im Übrigen letzte Folge Erdkräfte gelernt. Also, sowas wie Erdbeben. Nur halt Erdkräfte, ne? Also nichts, sagen wir mal was anderes. So, hat gerade noch versucht, das Telefon zu klingeln, der Pokémon? Wahrscheinlich, ne? Guck mal, und man muss sich mal wieder nur beschweren, das ist typisch bei Pokémon anscheinend, bei der Pokémon Company oder generell, dass man sich beschweren muss, ne? Dass man sich einfach beschweren muss, dass dann irgendwie Pokémon kommen soll, die eigentlich dann auch besser für mein Pokémon hier wären. Boah, das wäre aber hier. Das wäre aber schon fast, ne? Guck mal, Déjà-vu, aber nur mit anderen Attacken. Ne? Déjà-vu, aber mit anderen Attacken, wie man so schön sagen würde. So. Okay, Donphan besiegt, 891 XP. Sehr, sehr gut. So. Und dann Onix auch noch. Sehr schön. Da kann ich auch wieder Erdkräfte einsetzen. Das ist genauso gut. Ne, bei Hornattacke habe ich hier nur noch 2 AP. Also, selbst wenn jetzt noch ein Golbat kommen würde, nee, dann flüchte ich einfach. Also, gibt gut XP, aber wie gesagt, muss nicht sein. Und deswegen lasse ich das dann auch mit Golbat. Erstmal. Ne, wir versuchen ja jetzt erstmal auch noch hier durchzukommen. Aber jetzt kommt ja hier gefühlt alle 2 Sekunden ein Pokémon. Irgendwie alles, was ich jetzt auch in der letzten Folge hatte. Aber ich finde es sehr, sehr gut. Ne? Ich rieche schon mein Abendessen. Ich möchte auch nochmal ganz kurz gerne darauf hinweisen, dass ich auch schon mein Abendessen rieche. Ja, und so, 612 XP, fantastisch. So, dann können wir noch in diese 2 Löcher... Ach ja, scheiße, wir müssen in diese 2 Löcher fallen. Ich sag mal hier. Das sieht gut aus. Da war nämlich ein Item, da hätten wir reingehen können. Hätten wir. Aber wisst ihr, was noch schöner ist? Da ist noch ein Loch. Und ich weiß auch ganz genau, dass wir hier uns noch, glaube ich, ein Pokémon sogar angucken können. I don't know. So, Golbat, da tritt der Fall ein. Was mache ich? Flüchten. Tschüss. So, gehen wir mal hier ins Löchlein rein. Und ich glaube... Ne, hier ist nur ein Item. Schade. Oh, guck mal, was ich hier gefunden habe. Erdbeben. Warte mal. Da oben war was. Geht es da zu dem Pokémon, was ich denke? Ist es das? Oder ist es ein Ausgang? Ne, ist nur ein Ausgang. Gut, ich hab nichts behauptet. Ne? Ich hab noch gedacht, das wäre so, aber ich wollte ein bisschen auf die, ne, auf die falsche Fährte schicken, ne? Alter, es kommt jetzt nur noch Golbat, ne? Es nervt langsam ein bisschen, ne? Muss ich auch noch mal kurz hier erwähnen. So, haben wir. Dankeschön, zumindest Onix. Ne? Onix macht zumindest was gut. So, machen wir Erdkräfte. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich Vadivapap Erdbeben beibringen soll, weil es jetzt Erdkräfte kann. Ne? Gut, ich könnte... das könnte ich wegmachen. Doppelkick könnte ich wegmachen. Wäre eine Idee, ne? Wäre eigentlich eine Idee. Was sagt ihr? Schreibt es ruhig gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Letztes Pokémon, bevor wir dann rausgehen. Ne? Okay, das war gerade das letzte Pokémon, also das Onix vorhin. Muss ich auch noch mal ganz kurz erwähnen. So.
Denn jetzt kommt Rivale. Nicht so schnell. Erzähl mir nicht, du willst dich an der Pokémon-Liga versuchen. Wieso würdest du sonst auf den Ausgang der Siegesstraße zuhalten? Ist dir auch etwas aufgefallen? Bis jetzt hat sich hier nicht ein einziger Trainer blicken lassen. Ich sag ja, hier greift links und rechts der Schlendrian um sich. Und dich freut das womöglich auch noch. Immerhin hättest du es sonst wohl kaum bis hierher geschafft. Aber auch damit ist es jetzt vorbei. Dann werde ich dich jetzt wie eine faule Tomate zerquetschen. Alter, wie nett. Ne? Wie nett. Wirklich wie nett. Ne? Sehr, sehr nett. So, Sneebel geht an den Start. Wir starten direkt sofort durch. Mit Erdkräfte. Oh, Finte, schneller. Ne, welches Level haben eigentlich die Pokémon hier? Ja, das Level, was auch die wilden Pokémon hier haben. Das könnte jetzt natürlich, weil die Wappab jetzt auch ziemlich angeschlagen ist, ja auch schlecht, also nicht gut enden. Möchte ich auch nochmal ganz kurz erwähnen. Ne, nicht Bälle. Ich fange seine Pokémon, genau. So, ich hau erstmal einen Hypertrank rein, weil ich bin mir sicher, die nächste Attacke würde die Wappab weghauen, weil es ist auch noch Eis. Und wenn es irgendeine Eisattacke kann, ne? Gesagt, getan. Und wahrscheinlich passiert es jetzt. Dann setze ich Tony ein. Ach gut. Das ist jetzt. Ich habe jetzt mit über 100 KP weniger gerechnet, aber nun gut. Die Enttäuschung war groß. Und ich freue mich. So, Sneebel weg. 1017 XP für Wadiwabab. Dann würde ich Kadabra einsetzen. Da setze ich Taubi ein. Auch leider mit sehr schlechten Attacken, muss ich echt wirklich sagen. Also muss ich gucken, was ich Taubi noch beibringe und wie es auch und so weiter und so fort. Ne? Also Windhose ist jetzt geradewegs nicht so das Gelbe vom Ei, habe ich mir gedacht. Aber Aeroar soll es halt wieder lernen. Aber dafür brauche ich bestimmte Sachen. So, und seine Pokémon werden auch immer wieder stärker. Das ist auch im Übrigen der letzte Arena-Kampf. Ja, Freunde, der letzte Arena-Kampf. 1149 XP. So, jetzt kommt Magneton. Da setze ich natürlich einen Spezialisten ein. Wir müssen bedenken, ein Pokémon aus meinem Team darf heute doppelt ran, weil halt, ne, wie gesagt, dementsprechend die ganze Geschichte ja ein bisschen anders abläuft. Ne? So. Ach ja. Genau, sollte das vielleicht mal machen. So, dann machen wir mal Flammensturm. Kickt auch ordentlich weg. So. Ordentlich weggekickt. So, 1276 XP, es wird immer mehr. Johnny 42. Und es versucht Flammenwurf zu lernen. So, jetzt müssen wir gucken. 95. 80. So, bei... Also ich würde dann sagen, dann mache ich Flammenwurf für Flammensturm. Ne? Ich will Sternschauer behalten, weil es eine treffsichere Attacke ist, zumindest hier noch. Also ihr könnt mich dafür gerne lynchen, wie gesagt. So, Impergator kommt jetzt dran. Da wechsle ich auf Lanti. Da würde ich normalerweise halt, wie gesagt, Amphi einsetzen, aber ich habe Amphi nicht mit dabei. Weil ich halt, wie gesagt, ein Team-Pokémon in der Box lassen musste, damit ich überhaupt durchkommen kann. Und hier können wir aber Ladungsstoß einsetzen. Oh, das Impergator ist schneller. Und wahrscheinlich auch sein stärkstes mit Level 40. Also das kann jetzt schon eine kritische Phase hier werden. Oder Lanti schafft es. Lanti hat ja auch mit 162 auch die meisten KP im Team. Kaskade. Ist jetzt geradewegs nicht so beeindruckend, weil Lanti halt Wasser-Pokémon ist. So. Und Lanti hat es hingekriegt, auch wenn fast 100 KP weg sind. Und dafür gibt es 1800 XP, auch hier Level Up. Fantastisch. So. Dann kommt noch Alpollo. Da setze ich Sakura ein. So. Dann gibt es gleich noch ein Pokémon, random. Oder was heißt random, dass es dann dazu passen würde, um es einzusetzen, weil wie gesagt, Papti braucht hier gar nicht anzutreten. So, dann setzen wir mal Psystrahl ein. Ist ja sehr effektiv gegen Geist-Pokémon. Und hat damit auch Alpollo weggehauen. 999, den 1 XP wäre auch gut gewesen. Golbat, guck mal. Das macht Sakura. Punkt.
ja, bleiben wir dabei, bei Sakura. Wenn wir hier schon genervt werden von Golbat, dann soll Sakura das mal machen, weil er hier die Fluggift, das Fluggift-Pokémon Golbat auch noch Psychoschwäche hat. What? Oh oh. Warte mal. Moment. Es kann runtergehen. Nee. So. Down ist es. Down. Und auch hier Level 42. Fantastisch. So. Lernt aber auch nichts. So. Ich konnte dich nicht besiegen. Nicht einmal mit allem, was ich hatte. Diese Eigenschaft, die mir fehlt und die du angeblich besitzt. Ich glaube, ich weiß jetzt, was der Drachenprofi meinte. Ja. Jetzt weiß es. Mein Traum, der weltbeste Trainer zu werden, habe ich nicht aufgegeben. Wart's ab. Ich finde noch heraus, warum ich dich nicht klein kriege. Und dann fordere ich dich heraus. Spätestens dann werde ich dich mit all meiner Macht in den Staub zwingen. Leg dich also schön ins Zeug. So, und jetzt schnell raus hier. So. Le Pokémon Liga. Das Indigo Plateau. Das ultimative Ziel aller Trainer. Hauptquartier der Pokémon Liga. Ja, definitiv. Erstmal heil. So, damit haben wir es jetzt zumindest hingekriegt, dass wir einmal durch sind. Und ich sehe auch geradewegs von der Zeit her, die ich mir vorgenommen habe für diese heutige Folge, wir können noch ein bisschen leveln. Und ich würde sagen, ich würde auch mit Wadi Wappab weitermachen. Also würde das dann auch noch so ein bisschen dazu tun. Aber erstmal holen wir jemanden zurück. Pokémon bewegen. Wo bist du? Da bist du. So, tauschen wir mal schön aus. So, damit ist alles hier erledigt. Und ich werde noch eine Sache erledigen, was ich ja schon vorher machen wollte. Außerdem werde ich gleich auch noch mein Repertoire an... da war doch Erdbeben. Guck mal, da ist es doch. Erdbeben. So, ja. Wadi Wappab. Auch Tony könnte es lernen, aber es reicht, wenn Tony Feuerattacken kann. Und wie gesagt, ich wollte Sternschauer behalten. Ja, Doppelkick mache ich weg, weil Doppelkick, wie gesagt, nur zweimal trifft. Und ich kann ja gewisse Dinge ja auch noch anders machen. So, jetzt aber zumindest nochmal hierhin verkaufen wir mal ein bisschen Shit. So, was haben wir denn hier so? Geradewegs nichts Wichtiges, was ich verkaufen kann und will, ne? Gut, dann kaufen wir erstmal. Dann kaufen wir erstmal Hypertränke. Sondern nämlich 16 Stück. Macht fast 20.000 Poké-Dollar. Aber wir haben die Kohle. Im Moment noch. Ich werde jetzt nicht die Pokémon-Liga machen. Das braucht ihr jetzt von mir gar nicht zu denken. Oh Gott, 24.000. Ich kaufe das jetzt nur so vorübergehend ein. Ich glaube, alles ist gesagt und getan. Hier haben wir sogar 31. Dann passt das. So, denn wir gehen jetzt nämlich, liebe Freunde, noch mal ein bisschen trainieren, denn wir können jetzt von hier aus natürlich auch jetzt zurückfliegen, wenn wir irgendwie die Dinge zurück wollen. Und wir bleiben jetzt einfach mal in diesem Areal auch noch hier. Und ich möchte noch mal kurz sagen, Amphi Level 42. Also ihr seht, ne, es sieht schon mal schlecht aus, was nämlich das Pokémon-Level angeht. Habe ich nicht beim letzten Mal noch einen Sonderbonbon irgendwie aufgesammelt? Zwei Stück. So, ich würde mal sagen, die zwei kriegt jetzt Amphi. Weil Amphi jetzt nicht hier mit dabei war. Das ist gerecht, bin ich ganz ehrlich, das ist gerecht. Amphi jetzt Level 44, das heißt, Amphi kann natürlich jetzt auch etwas nach oben rutschen. Ne, weil Amphi und Lanti, das wird sowieso so eine Geschichte sein, wo ich mir überlegen muss, wo ich sie trainieren kann. Aber wie gesagt, da überlege ich mir eine ganze Menge, deswegen jetzt erstmal hier, weiß ich, laber schon wieder so viel und trainiere wieder nicht. Das ist mal wieder so eine Sache. Oh Gott. Ja, dann setze ich, wie gesagt, Hornattacke ein. Ne? Und ich werde mal sowieso erstmal so machen, dass alle erstmal 45, dann werde ich alle auf 50 machen. Ob ihr das dann noch miterleben werdet oder nicht, ich kann es ja, wie gesagt, bis zum Jahresende, also bis kurz vor Weihnachten ja hinziehen. Denn wie gesagt, die Formate werden ja zumindest in der Weihnachtswoche nicht zu sehen sein und natürlich auch danach nicht, also bis Anfang Januar.
ich werde ja schon auch noch bekannt geben, wann, wie, was alles, ne? Also macht euch keine Gedanken drum. Also, ihr werdet noch alles dementsprechend noch sehen. So, warte, Wappab, jetzt zieh es nicht in die Länge. Dankeschön. So. Das heißt, dann werde ich auch gleich mal wechseln auf, ich werde dann gleich auf Amphi wechseln. Das heißt, wir werden auch gleich die Location direkt wechseln. In der nächsten Folge. Ne? Ich denke mal, wir machen Level 45 noch voll und dann ist auch gut. Ich kriege schon mein Abendessen. Ne? Ihr wollt gar nicht wissen, wann ich es aufgenommen habe. Vielleicht habt ihr es irgendwie schon geahnt, bemerkt oder so. Ne? Vielleicht gar nicht, ich kann es auch nicht sagen. Ja, guck mal. Das heißt, jetzt wird es sich extra in die Länge gezogen. Muss ja auch nicht sein. Ne? Aber was willst du machen? So, komm. Konfusstrahl. Mein Pokémon ist doch schon verwirrt, Mensch. Ne? Ja, siehst du, sage ich ja doch, zieht sich noch in die Länge, warum auch nicht. Ein bisschen verlängern, ne? Vielleicht wird es jetzt noch vergiftet. Schade, doch nicht. Weil ich die anderen drei Attacken jetzt nicht mehr einsetze. Wadiwapap! Das gibt's doch nicht. Ja, wenn du drauf gehst, Wadiwapap, dann ist die Folge heute vorbei. Dann kommst du nicht Level 45. Ne? Dankeschön. Muss ich erst meckern? Das ist immer so mit dir, Wadiwapap. Nur heute eigentlich, aber egal. So. Ist immer noch nicht Level. Nein, ist noch nicht, noch lange nicht Level. Schlag mich tot. So. Ich werde natürlich die Hypertränke noch nicht anfassen. Ich werde erstmal die ganzen Supertränke verballern. Und dann sehen wir weiter. So. Und wenn jetzt schon wieder ein Golbat kommt, dann werde ich böse. Guck mal. Bitte. Die Golbats haben es gehört. Denken sich so, der Wadi soll nicht so böse wirken. Hätte auch Erdbeben machen können, ne? Neue Attacke. Nicht machen können, aber Erdkräfte reicht auch. Ihr sehen könnt. Beispiel A bis Z. So, 612 XP, das reicht. Das finde ich sehr gut. So, das heißt Level 45 zumindest. Weil die Wappab ist auf Level 45, das reicht jetzt erstmal. Amphi kommt als nächstes. Amphi ist dann auch gleich Level 45. Das nur noch so als kurze Info, ne? So, ich kann aber hier Schaufler einsetzen. Ne? Um natürlich dann auch auf die auf die andere Seite zu kommen. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ne, weil, wie gesagt, dafür müsste ich eigentlich die komplette Siegesstraße zurück. Da überlege ich mir was. Was es sein wird, das verrate ich in der nächsten Folge. Ich speichere jetzt erstmal ab, bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert gerne den DERCHOTV Games Kanal. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Mittwochs und montags und mittwochs um 18 Uhr hier auf diesem Kanal und natürlich auf DERCHOTV.de gibt es die Videos. Also schaut rein, ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin, bleibt gesund, haut's rein. Und man sieht sich. Tschüss.